Radikaler Umbau bei Arcandor. Der angeschlagene Mutterkonzern von Karstadt, Quelle und Thomas Cook soll für rund 900 Millionen Euro umstrukturiert werden. Der neue Arcandor-Chef Karl-Gerhard Eick nennt dies eine Konzentration auf das Kerngeschäft. Er schließt weder Entlassungen noch Standortschließungen aus. Die wesentlichen operativen Probleme konnten bisher noch nicht gelöst werden. Sie wurden in der Zwischenzeit angegangen. Welche Standorte haben wir, die nicht, heute zwar nicht mehr profitabel sind, die wir aber in die Profitabilität hineinführen können? Aber welche Standorte haben wir, die heute nicht profitabel sind und auch in der Zukunft nicht profitabel sein werden? Und mit dieser Frage müssen wir uns auseinandersetzen. Arcandor setzt auf die Mittelschicht. Ausgegliedert werden nicht nur die Nobelkaufhäuser KDW in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg. Diese, so Eick, Perlen des Warenhauses seien profitabel, aber sie sollten sich in einem anderen Umfeld entwickeln. Nicht mehr zum Kerngeschäft gehören zudem Karstadt-Filialen in Kiel, Hanau, Kaiserslautern, Hamburg-Billstedt, Bottrop, Leipzig, Ludwigsburg, das Haus München am Dom und Karstadt Sport in Recklinghausen. In der Krise will sich Arcandor auch um Staatshilfen bemühen. Die Programme wurden ja im, wie ich meine, sehr großem Ausmaß aufgelegt, damit man sie nutzt. Und ich glaube, in der schwierigen Situation, in der wir uns heute befinden, ist es nur richtig und nur fair, auch diese Frage sich zu beantworten, ob man auf diesem Weg einen Beitrag zur Überwindung dieser schwierigen Situation bekommt. Die große Zeit der Warenhäuser könnte vorbei sein. Bei Ihnen und den Technikcentern von Quelle speckt Arcandor ab. Die Reisesparte bleibt dagegen als Kerngeschäft erhalten. Für Analysten geht der nun angekündigte Umbau des Konzerns in die richtige Richtung, doch der Aktienkurs sackt zunächst einmal ab.